Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Diana Albertsen und ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem kleinen Vorstellungsvideo für unser Datenset Sturmhäuser, Porträts und Texte für Coding Da Vinci. Dieses Datenset besteht aus hochauflösenden Scans verschiedener Abbildungen von Sturmhäusern in Husum und Bildern vom Poeten selbst. Ebenfalls im Datenset erhalten sind zu den jeweilig abgebildeten Sturmhäusern in Husum passende Texte. Was diese Abbildung nun aber so unglaublich besonders macht, sagt uns nun der Sekretär der Theodor-Storm-Gesellschaft, Dr. Christian Demand. Ich stehe jetzt hier vor dem historischen Sturmhaus in der Wasserreihe. Das Besondere ist an Husum, es gibt nicht nur dieses Sturmhaus, es gibt viele Sturmhäuser. Husum ist sozusagen im besten Sinne ein Sturmmuseum. Wir haben einfach mal historische Aufnahmen der Häuser zusammengestellt und dann haben wir einfach mal Texte. Texte, die er entweder in diesen Häusern geschrieben hat oder Texte, in denen diese Häuser als Häuser vorkommen und beschrieben werden, zusammengestellt. Ich glaube, daraus kann man was sehr, sehr Spannendes machen. Und wenn man dann noch technisch versiert ist und mit dem skrupellos kreativen Know-how eines Hackers daran geht, wow, wir sind absolut gespannt, was dabei rauskommt.